Herzlich willkommen zur LEDDEC Academy. In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie LED-Module reinigen. Im Outdoor-Bereich sind die meisten Verunreinigungen Dreck und Staub, da die Wände der Witterung ausgesetzt sind. Im Indoor-Bereich kann es auch passieren, dass Flüssigkeiten auf der Wand verschüttet werden. Und um dies einmal zu simulieren, habe ich schon mal etwas vorbereitet. Ich habe hier einmal unseren LEDDEC Premium Hausstaub und unsere spezielle Modulverunreinigungsflüssigkeit. Diese werde ich jetzt auf dem Modul verteilen. Derartige Verunreinigungen zu beseitigen, benötigen Sie eine ESD-Bürste, ein nicht fusselndes Mikrofasertuch, klares Wasser, Isopropanol und Druckluft. Und am besten tragen Sie beim Reinigen Handschuhe. Um das Modul von dem Staub zu befreien, benutze ich die Druckluft und die Bürste. Sollten Sie keine Druckluft zur Verfügung haben, können Sie auch Dust-Off-Spray benutzen. Sollte es noch Rückstände geben, entferne ich diese mit dem Isopropanol. Um die Flüssigkeit zu entfernen, verwende ich zunächst das Mikrofasertuch und im Anschluss die ESD-Bürste und klares Wasser. Sollten dann noch Rückstände übrig bleiben, verwende ich noch einmal das Isopropanol. Trotz intensiver Reinigungen haben wir leider immer noch einige Rückstände auf dem Modul. In diesem Fall hilft es nur noch, den Shader abzuschrauben und so noch einmal zu reinigen. Sollte das auch nicht funktionieren, können Sie diesen durch einen neuen ersetzen. Wichtig zu beachten ist, dass wenn Sie beim Reinigen des Moduls Wasser benutzen, müssen Sie es anschließend trocknen lassen. Hierfür schalten Sie es bei voller Helligkeit in die Farbe Weiß und lassen es warm laufen. Achten Sie darauf, dass das Modul vollständig getrocknet ist, bevor es in das Case kommt. Ansonsten können erhebliche Schäden am Modul entstehen. Die Rückseite Ihres LED-Moduls reinigen Sie am besten mit Druckluft und einem Pinsel. Bei stärkeren Verunreinigungen können Sie auch ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Hierbei sollten Sie aber darauf achten, dass das Modul vollständig getrocknet ist, bevor Sie es wieder verstauen. Damit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal.